Hey ho, meine Lieben, ihr erinnert euch, das Steak mit Paprika oder die Steaks eingelegt nur mit dieser Paprika-Mark mild. Ja, und genau das möchte ich heute machen. Video nennen wir ganz einfach die Paprika-Steaks, Hashtag kein Grillabenteuer. Ganz genau, ursprünglich wollte ich es ja draußen machen, aber momentan nein. Ich hoffe, dass ich vielleicht doch noch zu den anderen dazu komme. Ja, da fällt mir schon noch was ein. Also, eine Packung von denen mache ich mit 100%iger Sicherheit dann noch draußen. Okay, ihr wisst Bescheid. Haben wir ja zusammen in einem Video gemacht. Und jetzt gehen wir über in die kleine, aber feine Küche. Und ja, da zeige ich euch gleich noch, was ich mir dazu mache. Auf geht's. Alles, was ich benötige, habe ich mir sozusagen schon hergerichtet. Vielleicht noch Salz und Pfeffer. Ich habe mir Zwiebeln klein geschnitten oder eine halbe Zwiebel. Und da kommt nur der Metzger-Kartoffelsalat hinein. Und dann werde ich den einfach noch ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann wird der auch schon gut sein. So schmeckt er auch schon gut. Aber mit ein paar frischen Zwiebeln drin wird er mit Sicherheit noch besser werden. Jawohl. Im Hintergrund habe ich den Opti-Grill stehen. Passt perfekt. Brauche ich gar nichts mehr machen. Den schalte ich jetzt gleich einmal ein. Steak, scharfes Anbraten ein. Okay. Wird vorgeheizt. Und hier von der Paprika schneide ich mir einfach nur was runter. Kerngehäuse mag ich nicht unbedingt mitessen. Schneide mir hier so ein paar Streifen zurecht. Und esse die Paprika einfach so dazu. Paprika ist was Feines. So. Tja Leute, was soll ich sagen, das halbe Gericht ist schon fertig. Muss ich bloß noch die Steaks selber im Opti-Grill rausgrillen. Kann man da grillen sagen oder rausbrutzeln. Wirklich lecker. Ich würde das schon fast als Brutzeln bezeichnen im Opti-Grill, aber geh mal rüber. So, der ist gleich aufgeheizt, dann schnibbel die Schnibbel. Jawohl. Ja, und ich bin jetzt echt gespannt, wie die werden dann. So Leute, Speisen einlegen, kommt eine schöne Hitze raus, wie gesagt, ich habe das scharfe Anbraten ein. Deckel zu und dicke wird berechnet und
Wir warten einfach, bis es voll gar ist. Es geht relativ schnell. So dick sind sie ja nicht. Mein Schweinerücken, ich habe damals Schweinerücken genommen, war mir wesentlich lieber. Ja, ist nicht so fettig, aber so im Opti-Grill werde ich das auch mal mit Schweinenacken dann ausprobieren, wenn das natürlich jetzt lecker ist. Ja, Medium gleich. Aber wir wollen es ja doch haben. Doch gebraten in einer Minute, Fahrer 50. Schauen wir ganz kurz mal rein. Und, oh, sieht gut aus. Oh yeah. Mittlerweile läuft mir echt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich freue mich jetzt schon richtig auf mein Abendessen, was es in wenigen Sekunden gibt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juhu! Ja. Einmal. Zweimal. Ja. Jawohl. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Tja. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie das Ganze schmeckt. Einfach nur mit dem Paprikamark eingelegt. Beziehungsweise, ob das natürlich auch durch ist, etc. pp. Und jawohl, einwandfrei. Auch in der Mitte. Wollen wir mal. Und natürlich ab in den Hals. Also hier muss ich jetzt sagen, es schmeckt nicht schlecht. Aber es schmeckt auch jetzt nicht so extrem intensiv, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es schmeckt. Und jetzt noch mit einer Paprika, ein Stückchen Paprika dazu. Dann kommt mal richtig geil. Hm? Metzger Kartoffelsalat. Hm. Kann man ja auf verschiedene Weise verfeinern noch. Jo. Also Leute. Als gelungen würde ich dieses Paprika-Steak-Experiment auf alle Fälle bezeichnen. Man könnte aber auch noch ein bisschen mehr Paprika noch hinzufügen oder so, dass es noch ein bisschen intensiver wird, aber ansonsten bin ich jetzt wirklich zufrieden. Lass es mir schmecken. Und geh an meinem Tischchen hinter oder auf meine blaue Couch und tu essen. Alleine. Egal. Leute, wir sehen uns. Ich grüße natürlich noch an meine Maus raus. Ist ja, das darf ich nicht vergessen. Und demnächst wieder ein Video geben. Ja. Leute, bevor ich jetzt zu viel verrate, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Nachmachen.